Die Gefangenen in der Sammlung sind tot. Lenkraft dürfte sich freuen. Tennis ist doch wahrscheinlich enttäuscht. Ich habe Lenkrafts Zauberspruch eingesetzt, um den Gefangenen in der Sammlung den Gnadentod zu bescheren. Nein. Der Erinnerungssammler ist tot. Von seinem irdischen Körper entfliehende Seelen habe ich ja. Von seiner dem irdischen Körper entfliehenden Seele habe ich erfahren, dass ein Treffin genanntes Gerät den Weg zum Körper von Vale öffnet. Und irgendwie wurde mir das Wissen zuteil, wie ich dieses Gerät aktivieren kann. Aufgehender Stern. Durchsuche die Archive nach. Ja, kennen wir. Betritt die Archive. Die Erzmagerin Maura hat die versteinerten Haare auf der Suche nach etwas betreten, das Eotas auf seiner zerstörerischen Reise aufhalten könnte. Aufgrund der Hinweise, die Maura im Tempel der Offenbarung hinterlassen hat, denken Tain und Lenkraf, dass sie sich möglicherweise in die Archive vorgewagt hat. Ich muss einen Weg in die Archive finden, wenn ich nur auch nur den Funken einer Chance haben will, Maura zu finden. Gut. Na, das sieht schon mal nicht schön aus. In Rom gehüllte Gestalten wischen völlig emotionslos Blut und Körperteile vom Fußboden auf. Ein Gestandener sieht zu dir hoch, falls jemand sehen kann, der keine Augen hat. Hallo, was ist das für ein Ort? Was für eine fantastische Sammlung von Büchern, die hier zusammengetragen hat. Du scheinst deine Augen verlegt zu haben. Hallo. These are the archives. The accumulated lore of those who see without being seen. Das sind die Archive, die gesammelten Überlieferungen jener, die sehen, ohne gesehen zu werden. Do not remove the books from the shelves. Bitte die Bücher nicht aus den Regalen nehmen. Die Stimme des Mannes ist völlig ausdruckslos, als hätte man ihn unter schwere Beruhigungsmittel gesetzt. Lest you face reprisal. Sonst musst du mit Vergeltung rechnen. Hab schon kapiert, Bücher stehen verboten. Sehen und ohne gesehen zu werden? Ich sehe dich aber und du hast keine Augen. Er antwortet nicht, sondern starrt dich nur ausdruckslos an, wobei starr nicht ganz das richtige Wort ist. Do not interfere with the work of the archives, and its librarians will not interfere with you. Solange du die Arbeit der Archive nicht störst, werden die Bibliothekare dich in Ruhe lassen. Furthermore, the Oracle has limited patron admittance to the lower levels only. Trespassers in the upper floors will face reprisals. Außerdem lässt das Orakel Gäste nur in die unteren Stockwerke. Wer in die oberen Stockwerke eindringt, muss mit Vergeltung rechnen. War kürzlich vielleicht jemand anderes hier? Jemand mit Tentakeln zum Beispiel? Haben die Leute, die ihr da aufwischt, etwa die Regeln nicht befolgt? Nicht all. These librarians were retired by an intruder wearing a mask. Ganz und gar nicht. Diese Bibliothekare wurden von einem maskierten Eindringling in den Ruhestand versetzt. War dieser maskierte Eindringling womöglich eine hochgewachsene Frau, vielleicht mit dem Namen Maura, in den Ruhestand versetzt? Nehmen wir da ein. A woman matching that description did ask access to the vault, however, we did not grant her request. Ich fürchte nein. Allerdings hat eine Frau auf die diese Beschreibung zutrifft, darum gebeten, in die Schatzkammer gelassen zu werden. Wir sind ihrer Bitte jedoch nicht nachgekommen. Both intruders have entered the quarantine section to the east. We have not pursued, as that section is under quarantine. Beide Eindringlinge haben den Quarantänebereich im Osten betreten. Da dieser Abschnitt unter Quarantäne steht, haben wir sie dorthin nicht verfolgt. Keine Bücher stehen, nicht nach oben gehen. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? For your safety, please avoid the eastern stacks. They have been contaminated. Bitte halte dich zu deiner eigenen Sicherheit von den östlichen Stapeln fern. Sie sind verseucht.
verseucht. The contamination will be remedied within 5 to 15 years. Die Verseuchung wird innerhalb von 5 bis 15 Jahren wieder bereinigt sein. Please keep further conversation to a minimum. Bitte beschränke weitere Gespräche auf ein Minimum. Die Gestalt nickt mit ihrem augenlosen Kopf und wendet sich wieder ihrer Arbeit zu. Real friendly sorts. Geradezu überfreundlich, die Leute hier. Er reibt sich den Hinterkopf und zuckt mit den Schultern. Okay. I'll be your lookout. Naja. Als ich in den Archiven eintraf, sah ich gleich mehrere tote Bibliothekare und einen Überlebenden, der ungerührt das Chaos beseitigte. Der Bibliothekar sagte mir, Maurer sei in die Quarantänesektion geflohen und eine maskierte Gestalt habe sie verfolgt. Der Bibliothekar wies mich darauf hin, dass das Betreten der oberen Stapel in den Archiven für Unbefugte verboten ist. Ich sollte mich also unauffällig bewegen, wenn ich in diesem Bereich nach Maurer suche. Indeed. I see the fungus has made itself at home. Wie ich sehe, hat sich der Pilz hier gemütlich gemacht. Mhm. Deine Saugnäpfe strecken sich von Pilzen zu den Büchern. Sie zittern, als du vorbeigehst. Ah ja. Okay, von Sporen befallener Bibliothekar. Hey, vielleicht kann ich hier das Fungizid ganz gut einsetzen. Türschutz zur Schatzkammer der zentralen Stapel. Wahrscheinlich, wenn ich da reingehe, gibt es auch Ärger. Ist der Bücherstapel nicht nach frisch gegerbten Leder und Eisengalus... Was? Eisengalus... Eisengallustinte. Ah. Eisengallus klingt nach irgendeinem Tintenfisch. Also keine Bücher stehlen. Bustinago, you'll get us all killed. Was habe ich erhalten? Ernsthaft, was habe ich gerade erhalten? Wurde die Hand an diesem Ort geboren? Ist dies ihre wahrste Form oder hat sich ein Krebs im Schoß ausgebreitet? Ah, interessant. Das interessiert mich aber nur, wenn hier was Klaubares ist. Testsubjekt P0706 ist aus der Zelle entkommen und bewegt sich langsam in die anderen Teile der Anlage vor. Wir können nicht mehr von einem Ende unserer Bibliothek zum anderen gehen, ohne bei von den Spuren ungesehener Glieder der Kolonie bedeckt zu werden. Ich habe das gemeldet, aber unsere leitende Bibliothekarin ist wie immer völlig unbeteiligt. Sollte dieses Ding in die gesperrten Magazine eindringen, wird sie sich hoffentlich daran erinnern, wer sie gewarnt hat. Darunter wurde etwas hinzugefügt. Boras ist verschwunden, vermutlich infiziert, verdaut oder Schlimmeres. Was als bloßes Ärgernis begann, hat sich zu einer Tragödie entwickelt. Ich bringe es nicht über das Herz, den Angestellten der Archive zu sagen, dass sie die Suche abbrechen sollen. Sobald sich alles wieder normalisiert hat, werde ich es selbst in die Hand nehmen, ein neues Maskottchen für die Bibliothek zu finden. Okay, und hier oben? Mhm. Und auch hier könnte ich theoretisch Bücher umstoßen. Ja, um an die Geschichte von Eora ranzukommen.
Wartungsbericht Fleischkonstruktsteuerung. Irgendjemand hat eine akribische Aufzeichnung zum Betrieb einer Maschine hinterlassen, die Fleischkonstrukte überwacht. Einige der letzten Einträge sind auffällig. Habe einen Finger gefunden, der die Zahnräder blockierte. Habe mich umgehört. Kein Bibliothekar hat einen fehlenden Finger gemeldet. Habe die Startsequenz eingeleitet und ein paar Zähne sind herausgefallen. Normaler Betrieb. Heute ist ein neuer Hebel aus der Steuerung gewachsen. Bin noch nicht sicher, was er steuert. Falls er überhaupt etwas steuert. Hart warm. Die Steuerung führt mittlerweile ein Eigenleben. Ich kann nur versuchen, ihre Wünsche zu verstehen. Der Apparat weigert sich, den normalen Betrieb aufzunehmen, bis ich seine Lieblingsdrüse kitzelte. Tief drin auf der linken Seite neben einer knochigen Stelle. Nachdem ich ein kurzes Schauen durchfuhr, hatte ich endlich seine volle Aufmerksamkeit. Was für eine widerliche Arbeit. Ich liebe es. Geschmuggelte Tagebuchseite. Admin hat den Wald in Brand gesteckt, sagt man. Admin hat dem Maul des Feindes seine schärfsten Zähne entrissen, sagt man. Ich weiß nichts von der Welt außerhalb der Mauern meiner Zelle, aber meine Erinnerungen sind mir geblieben. Und ich erinnere mich an keinen einzigen angesenkten Baum auf diesem Schlachtfeld. Ich erinnere mich nicht daran, gefangen genommen worden zu sein. Ich erinnere mich daran, die Friedensfahne zu schwenken und dass mein Verhandlungsangebot mit einem Kriegsschrei beantwortet wurde. Was sie verbrannt haben mögen, müssen sie später verbrannt haben. Geschichte wird nicht von Siegern geschrieben, auch nicht von denen, die dabei waren. Sie wird von Schreibern geschrieben und aus irgendeinem Grund unternimmt Admef nichts, um ihre Lügen richtig zu stellen. Vielleicht liegt es daran, dass er ist, wo er ist und ich bin, wo ich bin. Es gibt Geschichte und es gibt Geschichte. Und man braucht ein scharfes Auge, um beide auseinanderzuhalten. Regget. Also nichts hier. Die Geschichte von Eora. Ah. Zur gesperrten Sektion. Vor dir steht ein Pult, auf der Oberfläche steht geschrieben, sie trugen in sich ein Potenzial, geboren aus einem Wort, geteilt wie ein Geheimnis. Es sieht so aus, als könnte man hier ein Buch ablegen. Auf dem Pult dringt ein Geruch der arkanen Energie nach Regen und Ozon. Anscheinend wurde in den Stein ein Zauberspruch gemeißelt. Sie trugen in sich ein Potenzial. Während der Nachfolger von Wald und Adra kämpften, fanden die Träume der Eindringlinge ihr Ende. Okay, sieht so aus, als müsste ich doch da Bücher klauen. In der Außenbibliothek der Archive habe ich drei Pulte entdeckt. Alle drei stellen ein Rätsel und haben eine Vertiefung, die aussieht, als könnte man ein Buch hineinlegen. Die Geschichte von Eora, Band 3, der erste Hohlgeborene. Anatomische Notizen über Sezierung. Okay. Gut, hier will keiner der Bibliothekare was von mir. Also kann ich das Geld ruhig nehmen. Indeed. Falle ausgelöst. Ein infizierter Almanach für Fruchtfolge. Der Eimer dieses Almanachs ist von einem flaumigen bunten Pilz überzogen, der sich auf dem Buchrücken und Seiten ausgebreitet hat. Nur eine Seite ist noch nicht infiziert. Der Schimmel hat die Tinte selbst befallen und einzelne Wörter zu sich wölbenden, unregelmäßigen Gebilden verformt. Die Fruchtbarkeit des Landes ist ein grundlegender Faktor für den Erfolg von... Hallo? Ein gesunder Hof ist ein differenzierter Hof. Wir können uns nicht auf günstige... Bin ich wir alleine verlassen, um ein Glück zu machen. Ebenso wie die Gestandene die Jahrzehnte eingespannt haben, um uns zu dienen, müssen wir auch unseren Teil beitragen. Zu bin ich... Ein Teil, bin ich ein Teil? Wer bin ich? Dass wir ersetzen, dass wir dem Land Leben nehmen. Der wertvolle Überfluss, den wir dem Land rücksichtslos entziehen, warum tun wir wissen, wer?
von nun an wird unsere Aufgabe sein, nicht ich. Wir sind unsere Fortschritte zum Zwecke von Gesang, Wachstum, Wachstum, Liebe der Kolonie zu teilen. Auf diese Weise wird die Reinheit des Buches gemessen und kontrolliert werden. Und sie ist damit nicht länger eine Variable jenseits unserer. An diesem Punkt wurde der Text von Pilz überwuchert. Es kommt noch mehr als ein Nährboden für wuchernde Pilzkolonie. Die Wucher der Pilzkolonie.